Ja, hallo Leute, nach dieser kleinen Trainingseinheit. Ich sollte ins Bild klicken. Geht's dann auch weiter? Solltest du vielleicht. Mikro spackt ab bei dir. Ja, ich habe Milab auf die Box gelegt. Und die beiden hier auf Level 8 trainiert. Keiner hat eine neue Attacke gelernt. Ich habe den Typen hier besiegt. Hier habe ich Milab her, gut. Opfer Pokémon! Ja. Komm, den solltest du doch platt machen können mit deinem Feuer Pokémon. Tot. Das war ja Hammer. Schwer. Mhm. Wow. Ich bin herausgefordert. Ich wurde herausgefordert. Das sag du erst. Ich fühle mich von einem Wampel nicht gerade Baum. Und ich füge einen Baum hinzu. Tja. Da finde ich Wampel hört sich doch besser als Wurmple oder so. Ja. Was bist du? Kein Trainer. What the fuck? Ja, aha. Und ich bekomme ein Milab. Ein Milab. Ein Kapalores. Und ich bekomme Palimpalim. Was soll das? Keine Ahnung. Guck mal, wie das heißt. Ludicolo. Wie sich das wohl im Englischen in der Serie anhört. Ludicolo. Wer ist das denn für ein Pokémon? Hm? Zigzagoon. Ja, Zigzags. Und das dürfte... Das heißt Taylor, aber es ist ein Schwalbini. Na, du musst ja alle auswendig können. Ja, ich habe Pokémon sehr hart gesuchtet. Ich brauche den Stoff. Dann kann ich ja mal im Hintergrund so Pokémon anmachen. Mal gucken, wo kann ich ja sagen, wo wir jetzt ein Pokébälle, also ganzen Pokébälle rumlegen mit den ganzen Items und so. Ja, das wäre nett, weil die hebe ich eigentlich nie auf. Warte mal, ist das neue eben? Ist das neue Route? Nein, ist es nicht. Oh, schade. Ja, das ist Smaragd, wa? Ja, Smaragd. Haben will. Ich will auch einen Karpilz. Ein Karpilz? Ja. Na dann. Smaragd. Shimecho. Hallo, Milab. Alter, ich mich jetzt mal verschreibe. So, wir sind in der nächsten Stadt angelangt, in Baumhausen City. Nein, Blütenburg City. So hieß es. Auch wenn es überflüssig ist, ich heile mich. So. So, jetzt kein Rechtschreibfehler rein. So, ich gehe mal kurz ins Poké-Center. Ja, in den Pokémarkt wollte ich sagen, natürlich. Und kaufe mir einen Pokéball. Ja, ich weiß, das ist sehr viel. Wir müssen in die Arena. Hi, Papa. Warte, Vaterstimme. I'm surprised that you managed to get here by yourself. Ja. I'm surprised that you managed to get here by yourself. Ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, alleine hier hinzukommen, ja? Ich meine, du bist doch mein Sohn, du kannst nix. Dann glaube ich mal, du willst ein Trainer werden, so wie ich, hä, White? Ist es so? Habe ich recht? Das sind ja tolle Nachrichten, noch mehr Konkurrenz. Naja, ich freue mich drauf, nicht? Ich würde gerne ein Pokémon bekommen, bitte. Die heißt Wally. Kein Plan. Du bist Wally, richtig? Heißt der nicht irgendwie anders? Heißt der nicht, hat der doch einen richtig schwulen Namen in der deutschen Version? Ja,
Kein Plan gerade. Oh, du bist doch Wally, richtig? Wally. Ja. I'm going to ja. Verdammt Turf Town, was ist das? Ich google. Ja, danke. Wie heißt das? Du kannst es lesen. Oh. Verdammt Wolf. Aha. Lustig. Cacturn. Alhamdal, ne? Und so. Was habe ich gesagt gerade? Bam 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 bam. So. Ja. Aha. Lass dir Zeit. Ja, das dauert noch ein bisschen. Okay. Lad schneller. Ich werde nach, ich will in Blablabla Town, Blablabla. Nein, das heißt übrigens Wiesenflur. Ich will in Wiesenflur City das und das machen. Ich dachte, ich würde. Ich möchte nicht. Ich will nicht alleine dahin gehen, also möchte ich ein Pokémon mitnehmen, aber zack ich jetzt. Aber ich habe noch nie eins gefangen, also da ich nicht weiß, wie, ich bin ja halt dumm und so, deswegen brauche ich deine Hilfe, denn du bist ja der Oberpro. Ich verstehe. Kleiner Penner. Alter. Moin, hast du das gehört? Ich habe keinen Bock darauf, also machst du das. Und pass ja auf, dass der sich auch eins fängt und nicht mit meinem Pokéball abhaut. Geh mit Walter. Walter. Heißt er wirklich so? Nein, ah, das kann ich auch mal googeln. Moin, hier hast du deinen, hier hast du einen von meiner Pokémon und jetzt fang dir dein verdreckstes Trassler. Spoiler, Wally bekam ein Zigzagoon, ein Zigzags. Oh, wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch ein Pokéball. Und jetzt verpiss dich aus meiner Arena. Wally bekam ein Pokéball. Wow, danke schön. Und jetzt hau ich mit deinem Zigzags ab. Tschüss, Mann. Wally heißt übrigens Heiko. Ja, genau. O durch ein E ersetzen Hust. Was? Ersetzt das O durch ein E. Welches O? Von Heiko. White, würdest du wirklich mit mir mitkommen? Das wäre voll krass und so. Nenne dich endlich Freunde. Ja, genau. Dann hätte ich endlich Freunde. Guck, jetzt läufst du mir hinterher. Gefällt dir die Aussicht? Nein. White, Pokémon verstecken sich in hohem Gras, wie dieses, ne? Stimmt doch, oder? Ich habe nämlich keinen Plan. Guck mir zu und du kannst sehen, was ich für ein Pro bin im Pokémon fangen und so. What the fuck? Oh mein Gott, ein Trassler. Ja, das war der Name. Ralz. Ralze? Ralzte? Ja, ja. Und das Pokémon ist natürlich Level 7, ist klar. Wenn das Pokémon jetzt auch random gewesen wäre und dann so ein Kraudon gewesen wäre oder so, keine Ahnung. Kekleon oder wie das heißt, Knackleon. Das wäre geil. Dann hätte ich ein Vibrava. Vibravara? Ich hätte damals voll den komischen Bug, da hatte ich mit Groudon in der Dingens. Wie heißt das hier? In der. Rubin? Nein, in Dings, ne? Platin? Nein, ja, nein. Doch, nein. Dings. Diamant, Perl, Muschi. Ja, glaube ich. Ja. Ja, genau, da hatte ich Groudon und das konnte Solarstrahl. Das ist kein Bug, das lernt es auf Level 56, glaube ich.
Stell dir mal vor, so ein Graudon, was die Sonnenenergie erhöht und dann Solarstrahl lernt. Das kann er direkt abdixen. Ja, das ist voll krank. Voll OP, Digga. Gotcha, Könnte Ralze. ich echt lollen gehen? Nee, roffeln, wa? Ja. I Lollen. did it. Es ist, ich hab's geschafft. Das ist mein Ich Pokémon. hab's getan! My first time. Nein, ich hab jetzt eine Stimme für den. Weil, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Ja. So, hat es geklappt? Ich meine, du bist ja immer noch mein Sohn und hast immer noch keine Ahnung von gar nichts. Dankeschön. Oh ja, ich hab's getan. Ja, hast du dein Pokémon zurück? Ich hab viel geileres, du Opfer. Ganz ehrlich, Trassler ist geiler als Zigzags. Bei Zigzags bekommst du nur Gyarados und bei Trassler bekommst du entweder Galagladi. Oh, Galagladi. Oder Gardevoir. Meint, danke schön, dass du mit mir mitgekommen bist. Ja. Ich hätte für 5 Minuten Freunde. Genau. Ihr zwei seid, ihr zwei seid der Grund, warum es mir möglich war, es zu tun. Wer tut hier was? Ich verspreche, ich werde wirklich gut auf dich aufpassen, ja. Oh, meine Mutti wartet auf mich. Ich muss losgehen. Ich muss noch mich mit den Erstklässlern treffen und ihnen den Crack verkaufen. Tschüss, Sikowski. Nun. Endlich ist er weg. Endlich ist der Penner weg. Right, wenn du gegen mich kämpfen willst und ein starker Trainer und so werden musst du erstmal voll den Skill erlangen. Also bekommst du jetzt eine Aufgabe von mir. Jetzt geht's. Google mal. Was? Ras. Oh, Alter. Was hat die für Kacknamen? Metaross City. Ja. Verpiss dich nach Metaross City, das liegt über der Stadt, weil du ja eh keine Ahnung hast und so, bist unnütz. Hätte deine Mutter dich mal lieber abgetrieben. Auf Google Earth ist es übrigens oben. Genau. Da solltest du die Arenaleiterin Roxanne besiegen, das heißt das Schnittchen. Was? Roxanne? Ach du Scheiße, was ist denn für ein Kacknamen im Spiel? Wow, creepy Geräusche vor meiner Tür. Nachher gehst du zu anderen Pokémon-Arenen und besiegst ihre Leitern. Leiter. Ich darf Leitern hochklettern. Bekomme die Orden von ihnen verstanden, du Dreckskerl. Du Drecksblag. Natürlich bin ich auch ein Arena-Leiter. Nun, dann werden wir uns wohl irgendwann wieder treffen, mein Sohn. Und dann werde ich dich Alter. So richtig wegbashen. Verstehst du, mein Leiter King fiste dich. Meine beiden Leiter Kings übrigens. Eins, was die ganze Zeit nur Power Punch einsetzt und weswegen es total nutzlos ist. Hust, Spoiler. Alter, die hat von den Kacknamen im Spiel. In den Deutschen heißt die Felicia. Ja. Laut Google. Ja, ist auch so. Aber das geht erst, wenn du stärker geworden bist, weil ich bin hier so der Oberpro. Ich geb dir One-Hit, Junge. Weißt du, mein Hund-Dämon kommt. Mein Hund-Dämon. So. Oh mein Gott, neue Stimme. Warte, er ist cool. Ey, entschuldige mich, Digga. Lass mich raten, du bist ein Pokémon-Trainer, ne? Du bist auf dem Weg zu Metaross City und so, Digga. Vielleicht auch nicht. Deine Anziehsachen sind ja gar nicht so dreckig wie meine. Verstehst du? Ich komme aus dem Ghetto. Ja. Du bist noch ein Anfänger-Trainer, was? Da, komm, dann zeige ich dir mal den Strich. Was? Oder bist du nur ein ordinäres Pissblock? Hä? Was ist los mit dir? Schieb's am Morgen. Ich bin ein Pissblock. Ich wurde von einem Zwidag angepinkelt.
Der hat mich angepegelt. Ich durchsuche das immer nach talentierten Trainern, wenn du verstehst, was ich meine. So hier ein Calcium verticken, da ein bisschen, ne? Kennst Calcium verticken? Ja, Drogen und so. Du willst Calcium verkaufen? Da ja, geht die Furzwerge essen. Furzwerge essen. Da ist auch Calcium drin. Junge, Pokémon-Drogen, weißt du? Erzähl, fällt. Sorry, dass ich dir deine Zeit abgezogen hab, Digga. Hätte ich dir mal lieber das Leben abgezogen. Was? What did the Nigor shade? So, Route 104, wie viele Pokebälle habe ich? Kein. Du hast einen gekauft. Okay, ich sollte da möglichst durchkommen ohne, ne? Ohne ein Pokémon. Wow, du bist gerade extrem leise. Arschlecken. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Bitte sag mir, ich habe was zum Verkaufen. Anscheinend nicht. Puh! Du hast einen Pokéball. Da, nerv nicht. Du kleine Fossi. Danke. Ein bisschen Geld machen. Nein. So, jetzt muss aber besser sein. So, Trainer. Ich brauche Geld. Gib mir Geld, du! Oben steht eine. Oben steht so eine komische Trainerin, die gibt dir viel Geld. Ja, ich weiß, ne. Schnöseldame. Topspast. Topspast. Ja. Viel Gelaber, ne? Viel Gelaber über Sinnloses. Wow, 63 EP. Cypher-Stricher-Battle. Ey, mein Hunddämon kommt auch voll aus dem Ghetto. Oh, ein Samurzel, wie süß. Ist ja nur One-Hit. Da ist nochmal die Wer ist nochmal die dritte Entwicklung von dem komischen Loturzel? Tengulist. Kenn ich nicht. Meinst du jetzt Loturzel? Loturzels letzte Entwicklung ist Kapaloris. Echt? Ja. Das ist uns von, halt sogar schon begegnet. Die von dem kleinen Ding da vorne von, Blanas. Ne? Blanas, ja. Meinst du? Ja, das ist Tengulist. Hat der komische Vater in dem Spiel nicht so eins? Nee, der hat einen Leta King. Oh mein Gott, ein Magikarp. Ich hab das Dings von Pokémon gewonnen-hittet, ne, von ihm. Welches? Der Kunde, also ich hab das ja normal gespielt, dann hab ich mit Gewaldro geholt, also Gekabra geholt, das zu Reptane entwickelt und das zu Gewaldro. Dann habe ich das Pokémon. Dann habe ich sein Pokémon, also alle seine Pokémon one-hitted. Mein Pokémon war da Level 50, glaube ich. Auch voll nicht OP. Ja, da habe ich die, Falaban, FTW. Jetzt nochmal. Da hatte ich schon ein, also da konnte mein Gewaltro aber schon Hyperstrahl. Oh Gott, Hyperstrahl ist so eine Bob-Attacke eigentlich. So, ich brauche Geld. Verbrennen. Oh, Level 10. 1400 Pokebälle kaufen. Jetzt wäre ich beinahe ins Gras gerannt. Hätte beinahe ins Gras gebissen. Lol. Alter, spulst du vor? Ja, ich spule vor, weil das schnell gehen soll. Weil das schnell gehen soll. Weil wir kaum noch Zeit haben. Aha. Vielleicht kommt meine Mutter wieder aufmucken, wa? Dass ich doch aufgehen soll. So, Leute. Was das nächste Pokémon ist, sehen wir im nächsten Part. Heide. Oh.